Ich gebe Ihnen heute einige für Sie, denke ich, wertvolle Tipps, damit Sie optimaler lernen können und Prüfungen einfach auch positiv bestehen. Lernen Sie mit Ihrem ganzen Gehirn. Das heißt, verwenden Sie linke und rechte Gehirnhälfte. Machen Sie sich Bilder, streichen Sie mit Farbe an. Verwenden Sie auch den Rösselsprung. Das heißt, lernen Sie nicht zu lange an einer Thematik, sondern wechseln Sie die Thematik, die Kapitels zum Beispiel. Wiederholen Sie. Circa nach 2 Stunden macht es Sinn, das Gesamte noch einmal zu wiederholen. Denken Sie auch an genügend Schlaf. Unser Gehirn braucht den Schlaf, um die Informationen vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu befördern. Bestätigen Sie sich und wiederholen Sie für sich selber: Ich kann das. Sehen Sie sich schon so, als hätten Sie die Prüfung bereits bestanden. Belohnen Sie sich nach dem Lernen. Ob mit einem heißen Bad, ob Sie spazieren gehen, ob Sie sich einen Film anschauen, Sie finden das für Sie Passende. Frühstücken Sie ausgiebig, aber auch nicht zu viel. Ein leerer Magen kann nicht gut studieren und ein voller Magen auch nicht. Verwenden Sie Vollkornprodukte. Setzen Sie sich Pläne. Überlegen Sie sich, was muss ich lernen? Wo kann ich es lernen? Wie kann ich es lernen? Wer kann mich unterstützen? Wann kann ich lernen? Machen Sie sich so eine Art Stundenplan. Legen Sie Pausen ein. Unser Gehirn braucht einfach Pausen. Machen Sie in dieser Pause etwas ganz anderes. Gehen Sie hinaus, trinken Sie eine Tasse Tee. Benutzen Sie einen Lernkanal, der für Sie stimmig ist. Manche Menschen lernen über das Sehen. Dann lesen Sie sich den Lernstoff. Manche Menschen lernen, indem sie sich bewegen. Manche Menschen lernen über das Gehör. Suchen oder finden Sie für sich den richtigen Weg.